glaube, dass ich für einige von euch ein echtes Wort des Herrn heute habe. Und das Wort heißt, hör auf zu bitten und fang an zu danken. Hör auf zu bitten und fang an zu danken. Weißt du, wenn wir im Gebet etwas von Gott erbitten, irgendwann kommen wir an den Punkt, dass wir den Eindruck haben, ja, ich habe es empfangen, ja, es ist durch. Kennst du bestimmt dieses unbestimmte Gefühl? Man weiß, eigentlich hat man es jetzt. Und weißt du was? Wenn du diese Gewissheit hast, dann ist es, dass du es empfangen hast. Und das kannst du dir jetzt so vorstellen wie eine Schwangerschaft. Man hat es empfangen und es braucht jetzt eine Zeit, bis es hervorkommt. Oder wie ein Samenkorn, was man in die Erde legt. Es braucht seine Zeit, bis der Sprössling hervorkommt. Es braucht seine Zeit. Es muss heranreifen, es muss heranwachsen. Zu gegebener Zeit wird es kommen. Zu gegebener Zeit wird es zur Geburt kommen. Und wenn du es empfangen hast, dann ist nicht mehr der Zeitpunkt dazu, ständig zu bitten und zu bitten und zu bitten. Das ist vollkommen lächerlich. Das ist wie eine Frau, die schwanger ist, die sagt sich nicht dauernd, ach, ich wünschte, ich wäre schwanger, ach, wenn ich doch endlich schwanger wäre und so weiter, Herr, ich bitte dich, dass ich schwanger werde, sondern sie weiß, sie ist schwanger und sie dankt dem Herrn dafür. Und genau das ist der Punkt. Wenn du weißt, dass du etwas empfangen hast oder innerlich das Zeugnis hast, dass du es empfangen hast, dann danke Gott dafür. Die Zeit des Bittens ist vorbei. Bete den Herrn in einer Weise an, indem du dafür dankst, ihn preist, ihn lobst und erklärst, dass das, was er dir gegeben hat, zur rechten Zeit zum Durchbruch kommen wird. Ich möchte dir ein Wort des Herrn dazu weitergeben. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ich möchte das so interpretieren. Wenn du jetzt eine kurze Zeit dieser Schwangerschaft hast, es wird der Zeitpunkt kommen, wo das hervorkommt, wo es zur Geburt kommt, wo das, was Gott dir anvertraut hat, wofür du gebetet hast, wo das wirklich in Realität kommt. Und auch dann ist es noch klein, muss gepflegt werden, muss gehegt werden und muss im Grunde genommen heranwachsen. Das ist eigentlich ist dieser ganz natürliche Prozess etwas, was wir im Geistlichen für Dinge, die Gott zur Geburt bringen möchte, genauso verwenden können und was uns hilft, diese ganze Thematik zu verstehen. Also nochmal, hör auf zu bitten und fang an, Gott von Herzen zu danken, weil du empfangen hast. Ich sag dir, Gott hat mehr für dich.